Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Bloß kein Amalgam. Seit Jahren setzen Zahnärzte und Patienten in Deutschland auf Kunststofffüllungen, weil die dunkelgraue Legierung Quecksilber enthält. In 70% der Fälle wird Kunststoff eingesetzt, obwohl die Patienten dafür zuzahlen müssen, weiß Professor Georg Meyer aus Nienbüttel bei Nathendorf. Doch der formbare Lückenbüßer, der unter UV-Licht gehärtet wird, könnte Nebenwirkungen haben, warnt der renommierte Zahnmediziner, der das Zentrum für Zahn-, Mund- und Kiefernheilkunde der Universität Greifswald leitet. Welche Nebenwirkungen das sind, das lesen Sie morgen in der AZ. 2 Tage später als geplant, aber endlich ist sie da. Am Dienstag kam die kleine Melina Prinz im Helios-Klinikum Uelzen zur Welt. Das 52 cm große und 3260 Gramm schwere Mädchen ist das erste Kind für die glücklichen Eltern Tatjana und Valentin Prinz. Aber nicht nur für das Paar aus Uelzen ist es ein besonderer Moment, sondern auch für das Klinikum. Denn Melina ist das 500. Kind, das dort in diesem Jahr zur Welt gekommen ist. Die Bad Bevenser Wäscherei Erika baut an. Wir platzen aus allen Nähten, begründet Inhaber Manfred Schmidt die Entscheidung, der Stadt Bad Bevensen ein Gewerbegrundstück abzukaufen, das an seinen Betrieb an der Ebsdorfer Straße angrenzt. Der Stadtrat hat dem Verkauf des Areals während seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Derzeit wird die Fläche direkt neben der Eisenbahnunterführung als Parkplatz genutzt. Wer mehr wissen will, der liest morgen die AZ. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Nebel und dichte hochnebelartige Bewölkung trübt morgen fast den ganzen Tag, sagt unser AZ-Wettermann Zaki. Immerhin bleibt es überwiegend trocken und Höchstwerte von 19 Grad sind in unserer Heideregion zu dieser Jahreszeit ja auch nicht zu verachten. In der Nacht betragen die Tiefstwerte 11 Grad und am Feiertagswochenende gibt's nach Nebel Sonne satt. Das war AZTV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.